Zombie Apocalypse. Herzlich willkommen YouTube zu einer weiteren Folge am schönen Sonntagabend hier bei unserer kleinen Farm. Mit dabei sind wieder der Kevin. Hallo. Der Sepp ist unten da, sie sind auch noch irgendwo da zugange. Und der Michel. Ja, und wir sind fleißig hier am Ernten. So, dann wollen wir mal. Auf geht's. Ich bin jetzt einfach mal schnell über die Straße durch. Ist ja noch kein Polizist hier, angeblich. Ja, alles klar. Jetzt kannst du anrufen. Ja. Sonnenbichler? Hallo? Ja. Grüß dich. Was kann ich dir tun? Was habt ihr? Ja, können wir machen. Aber meine Antwort, wieso Baustelle? Hä? Wir hatten nichts im Briefkasten. Ach, ja, okay, pass auf, wir fahren eben den hier einmal ab noch und dann kommen wir gleich mit dem Fahrzeug runter. Ja, reicht das, wenn wir unseren Fendt mitbringen? Wird das passen? Oder sind genug Fahrzeuge da? Alles klar. Ja, Auto kann ich nicht kommen. Wir kommen mit dem Trecker dann. Sepp, ey. Ja, wir kommen dann gleich mit der Ape. Alles klar, danke dir, ciao. Sag, wenn voll ist, Kevin, ne? Dann fahren wir da, lässt er erstmal drin und dann gehen wir eben hoch und dann fahren wir mal eben drüber. Dann stellst du den Hänger oben hin und dann kannst du das nachher verkaufen fahren. Ja, gut. Mal gucken, wo es den besten Preis gibt, ne, natürlich. Genau. Okay. Ja, können wir machen. Oh, erstmal alles einpacken. Warte, habe ich den hochgefahren? Ja. Hol dich hier ab. Ja, ich komm. Alles klar. Du bist eh schneller als dein alter Vater. Baustelle. Was ist denn hier los, ey? Kommt jetzt doch eine Polizeistation oder was geht hier ab? Jo, dann fahr mal. Aber denk gar nicht so schnell, mir wird schwindelig. In dem kleinen Ding. Das hat nur 3 Räder. Ja, so langsam musst du jetzt auch nicht fahren, komm. Nein, weißt du, das hat doch auch Automatik und das spinnt immer mal. Wenn, dann solltest du es mal einem Sepp geben. Außerdem müssen wir auch mal über deinen Führerschein sprechen, ne? Wo? Ja, über den Autoführerschein, oder? Ach so, ja. So, könntest du mal langsam mit anfangen. Ja. Ja. Das kleine Ding hier geht nämlich langsam ein bisschen mit 3 Rädern ein bisschen wenig. Ja, ich sehe schon hier. Irgendwie macht die langsam schnapp hier. Oh, durch den Kreisverkehr in dem kleinen Ding hier, der war aber. Oh, da dreht sich aber mal alles hier. Ui, ui, ui. Ist ja der reinste Wahnsinn. Soll ich einfach mal mittendrin parken? Nee, park vernünftig. Okay. Wo sind die dann alle? Ja, ich hab keine Ahnung. Also, was ist denn hier kaputt, ey?
Hallo, Sepp? Hallo, Is? Hm? Hallo? Wo seid ihr? Hallo? Hallo, ja, wir sind unterwegs, wir bringen schon einen Hänger weg und gucken uns die Ecke hier an, wo wir abkippen sollen. Ach so, ja, wir sind gerade angekommen. Was ist denn hier kaputt, ey? Was ist denn das für eine Baustelle? Wir haben euch gesehen. Erklären wir euch gleich. Bisschen ärgerlich, aber auch nicht schlecht. Und dann auch noch direkt bei euch hier am Landhandel. Ja, mitten in die Nase gesetzt. Ach du Scheibenkleister. Ja, aber mit... Aber sag mal, ihr habt doch da hinten auch noch die, die Fahrsilos. Da ist ja dann wohl auch nichts mehr mit, oder? Okay. Ach du Heiliger. Da bin ich aber gespannt hier. Ja, aber wo müssen wir denn hin damit? Na, das wird ja ein Spaß. Okay. Ja. Natürlich will zu Radlader fahren. Okay, dann nehme ich hier den zweiten. Learning by doing oder was? Bastard? Okay. Alter, die drehen aber ganz schön durch. Okay, dann. Hau mal rein. Okay. Okay. Und dann müssen wir das da abkippen. Was ist das denn? Wird hier neu gebaut? Na. Oh mein Gott. Nur. Fertig? Oh, was
was ist das denn jetzt hier? Moment. Moment mal. So. Sonnenbichler, schönen guten Tag. Ah, okay. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Alter. Ich bin ja schon langsam angefahren, aber der ist trotzdem weggerutscht. Habt ihr keine Frontgewichte vor Ort? Okay. Okay. Ja, ich nehme mal, ich fahre mal einen Meter zurück. Der hat sich aber auch hier wieder hingestellt, ne? Warte mal. Sepp, bleib mal stehen da vorne gleich. Ich fahre mal hier rum. Ja, dann fahre ich nämlich schon mal an die Seite hier. Boah. Warte mal. Warte, Sepp. Ja, komm gerade zurück. Gut. Ja, können wir glaube ich nicht drin machen, das ist sowieso schwer. Boah, ich fahr mal, wa? Ja, ganz voll laden brauchst du die auf alle Fälle nicht. Da ist ja so ein Gewicht drin oder das ist ja so schwer. Wenn du auch zwei Schaufeln machst, Kevin, dann reicht das, dann hau ich ab. Ja, der hat keine Euro-Steuerung hier drin, das ist echt blöd. Ja, ich habe schon gedacht, wenn man sich überlegt, ob man sich so einen Bagger holt, dann müssen wir den auf alle Fälle mal umbauen. Umbauen, ja. Dann auch so. von der hydraulischen auf elektronische Steuerung würde ich dann auch gehen. Okay, da hast du dein Fahrzeug wieder. Aber was halt fragwürdig ist, ist halt, eigentlich brauchen wir so einen Bagger? Eigentlich nicht, ne? Es sei denn, dass mit den anderen Gerüchten mit der großen Tankstelle kommt auch noch zum Tragen. Da könnte man halt eben Abel und Ei verdienen. Ah, das stimmt. Wenn das wirklich kommt, dass sie hier noch so eine große Lastanlage bauen wollen. Aber ich glaube, selbst dann würde ich gucken, ob wir nicht irgendwas... Kleines, ja. Ja. Ja,
kleiner und vor allen Dingen nicht so neu und nicht so teuer, weil. Ja, ja, ja. Der halt irgendwie schon. Schon doch, ja. Ach, Menno! Eine Menge Geld. Hallo. Ich häng. Ich lieg auf. Warum? Ja, weiß ich nicht. Ja, länger. Warte. Warte. Ich tipp dich ab. Geht nicht. Ey, ich häng hinten. Ich häng hinten auf dem Haufen. Ja. So, warte mal. Auch das kriegen wir hin. Soll ich versuchen, dir was unter den Räder zu kippen? Ja, mach mal. Ja, Sepp, warte mal, ich, Kipp mal. Also, ich mach mal, Ja, den musst du lösen. Ja, mach mal eben, dass ich hier hinten die Luftfederung anheben kann. Kipp weißt du, an. Sepp, mach mal eben, aktivier mal eben. Ja. Hab ich. Okay. Da, Achtung. Jetzt geht's gleich los. Ach, warte, ich mach doch erst wieder in Fahrtstellung. Fahren wir weiter. Weiter. Gut, stopp. Oh, warte. So, jetzt kannst du. Jawohl. Dankeschön, die Herren. Jo. Und dreimal über den Acker gefahren. Der Trecker sieht aus, als ob du 3 Jahre damit flügen warst. Ja. Katastrophe. Ja, aber wirklich. Alois, mit geradeaus fahren hast du das nicht, oder? Nee, meine Lenkung spinnt. Warum? Ich weiß ich nicht. Kommst du mit Waldra nicht klar, war? Bist du Fendt gewohnt? Und Güldner. Ja. Brückending. Lass meinen Güldner in Ruhe. Da reagiere ich allergisch drauf. Ja. Der Güldner also ist ein Güldener. Was hat dir denn unser Schafstall getan? Scheiße. Weil dein Güldner nichts taucht, kann unser Schafstall auch nichts für. Na komm, hau rein, das Zeug da. Oh, fällt mir ein. Alois, du sagtest wegen Drescher. Ja. Was für eine Größe vom Drescher würdest du denn haben? Reicht dir denn sowas wie der Bison? Ja, ich glaube eher nicht, weil wir haben ja schon ein paar große Felder, ne? Also 2. Eine Nummer größer wäre das schon. Ich wollte gerade sagen, so ein Bison hätte ich noch was kriegen können, aber von IAC. Aber die sind halt relativ klein. Ja, was ist denn mit einem alten Klaas? Könnt ihr sowas besorgen? Ja, wir müssen mal gucken, was wir kriegen können. Ich denke. Ich würde fast denken, dass wir eher irgendwie was Richtung New Holland oder so. Aber einen alten Klaas fände ich cool. Ah, 208er oder 218er. Ah, müssen wir mal gucken, weiß ich so nicht. Wir gucken mal, ob wir irgendwie was organisieren können vielleicht. Ja, darf auch nicht zu teuer sein, ne? Also ja, deswegen ja. Da müssen Sepp, wir dann schon Sepp, Vorsicht. Jo, warte mal eine Seite hier. Scheiße, Kevin. Ja. Also, bald es flacher wird, geht nämlich nicht so viel mehr rein. Ja, wenn der Bagger da zu groß ist, dann machst du es sonst mit dem Radlader. Mit dem Radlader ist 2x2 Schaufeln und dann können wir es auch wegfahren, dann ist der Anhänger voll. Ja. Aber ich habe jetzt noch Radlader. Habt ihr denn sonst alles jetzt? Wie viel liegt da noch? Muss ich noch mal kommen? Ja. Ja? Okay. Wow. Ja, Kevin macht gleich mit dem Radlader, das geht schneller. Mit dem Bagger, das ist. Der ist eigentlich. Ja, für die letzten Reste ist der bald zu groß.
Voll. Jetzt die Reste kannst du besser mit dem Radlader eben zusammenschieben, als mit dem Bagger zusammenzukratzen, ne? Ja. Ja, wenn ich mache mir die eine schon mal drauf, oder ich fahre erstmal zurück hier und dann fahre ich meinen vor. Kannst du gleich auf den Radlader drauf. Ups, Erde. Ah ja. Geht natürlich auch. Mach voll, ich dreh den jetzt einmal rum. Dann kannst du gerade durchfahren und neu holen. Kevin, sitzt hier drauf? Komm, ab. Radlader fahren. Komm auf den Radlader. Klappt das jetzt mit dem Radlader da, oder? Jo. Eher nicht so. Das geht eigentlich ganz gut, meine ich, oder Kevin? So, Sepp, du kannst deinen wieder nehmen und dann abfahren. Ha. Jo. Bitteschön. Ja, der da. Ich hab ihn dir ja nur vorgefahren. Ja, bei mir steht der Bier. Ja. Ich schnell da drauf erstmal einen Schluck, ey. Da wir uns das Leben selber schwer machen. Jo, passt. Ach ja, so. Genau, mach mal. Am Montagabend. Bis morgen. Tschüss.